Guten Tag, verehrte Zuschauer aus der Berliner Karl-Marx-Allee. Die 10. Stunde vollendet dieser 7. Oktober, den wir Bürger der Deutschen Demokratischen Republik auf vielfältige Weise begehen werden. Bei Volksfesten zum Beispiel oder auch im Kreis der Familie. Die offiziellen Veranstaltungen dieses Tages beginnen mit großem militärischen Zeremoniell. Mit der Ehrenparade der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen, an der Erich Honecker, Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzender des Staatsrates der DDR, teilnimmt. Gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Partei und Staatsführung und mit namhaften Gästen aus aller Welt. Die Paradetruppen aller Waffengattungen sind angetreten zwischen Strausberger Platz und Alexanderplatz. Dicht gesäumt die Straßen vom Spalier der Berliner und der Gäste der Hauptstadt an diesem Tage. Nicht nur hier vor den Objektiven unserer Kameras, vor den Augen der Partei und Staatsführung und der ausländischen Gäste, vor den zahlreichen Berichterstattern der internationalen Medien ist das Interesse groß an dieser Parade. Auch in den angrenzenden Straßen bis hin zum Alexanderplatz. Davon konnte ich mich auf dem Weg hierher in die Karl-Marx-Allee überzeugen.
Der Kommandierende der Parade, Generaloberst Horst Stechbart, Stellvertreter des Verteidigungsministers, Chef der Landstreitkräfte. Stillstand! Achtung! Reden wir dann! Gewiss! Zur Meldung! Die Augen! Blick! Generaloberst Stechbart fährt dem Minister für nationale Verteidigung, Armeegeneral Heinz Kessler, entgegen, um die Meldung zu erstatten. Genossenminister! Einheiten und Truppenteile der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR. Anlässlich des 40. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik zur Ehrenparade angetreten. Es meldet Kommandierender der Ehrenparade, Generaloberst Stechbart. Gemeinsam werden die Generale nun die angetretenen Einheiten begrüßen. Zuerst die motorisierten Formationen. Genossen Soldaten und Matrosen, Unteroffiziere und Marder, Genossen Fähnriche und Offiziere, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Verteidigungsministers gilt jetzt den Einheiten der Offiziersvorschulen der Deutschen Demokratischen Republik. Genossen Offiziere der Militärakademie Friedrich Engels, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Genossen Offiziersschüler und Offiziere der Offiziershochschule Ernst Thälmann und Franz Mehring, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. We'll be right back.
Genossen Offiziersschüler und Offiziere der Offiziershochschulen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, ich begrüße und beglückwünsche Sie zum 40. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik. Deutschlands, Vorsitzender Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik. Die angetretenen Truppen sind separat bereit. Ich melde der Minister für Nationale Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik. Ein herzlichen Glückwunsch zur Feier. Ebenfalls herzlichen Glückwunsch. Danke für dich, Herr Präsident. Minister Kessners an den Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungskomitees der DDR ist erfolgt, die Nationalhymne verklungen. Einige Minuten wird es nun dauern, bis sich die an der Parade teilnehmenden Truppeneinheiten formiert haben zum Vorbeimarsch an der Ehrentribüne. Thank you.
verständliche Schaulust der Berliner wird aber auch Anerkennung für die bewusste militärische Pflichterfüllung, mit der die übergroße Mehrheit der jungen Bürger unseres Landes nun schon seit mehreren Soldatengenerationen die Härten des Militärdienstes auf sich nimmt, um dem Recht aller Menschen, dem Recht jeder Familie auf ein Leben in Frieden zu dienen, um zu verhindern, dass die Waffen sprechen, wie Erich Honecker auf dem 11. Parteitag den Sinn des Soldatseins im Sozialismus formulierte. Ich sagte es schon, auf der Ehrentribüne folgen dem Verlauf der Militärparade zahlreiche internationale Gäste der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Die Leiter der Delegationen aus den befreundeten sozialistischen Ländern sind darunter. Abgesandte weiterer Staaten, Parteien und Organisationen der Demokratischen Republik freundschaftlich verbunden sind. Militärs der verbündeten Armeen natürlich und Mitglieder des diplomatischen Korps. Unüberhörbar 200 Militärmusiker der Vereinigten Musikkorps der NVA und der Grenztruppen. Der Nationalen Volksarmee auf den Tag genau 40 Jahre nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik. Sie hat nicht das Geringste zu tun mit militärischer Kraftmeierei. Sie ist keine Drohgebärde gegen die Nachbarn im Europäischen Haus. Diese Parade ist, lassen Sie es mich so sagen, Ausdruck des Stolzes der sozialistischen deutschen Streitkräfte auf ihren Beitrag zur längsten Friedensperiode in der europäischen Geschichte. Zeit des Friedens, die für viele der jungen Männer, die hier angetreten sind, zu den Selbstverständlichkeiten ihres Lebens zählt. Vielen unter uns Zuschauern wird es wohl ebenso gehen. Eine Selbstverständlichkeit, die im harten militärischen Dienst und mit staatsmännischer Umsicht erarbeitet werden musste. Auch daran sollte an einem Tag wie dem heutigen erinnert werden. Teile zu Fuß sind es, die traditionsgemäß die Parade eröffnen. Offiziere der Militärakademie Friedrich Engels. Die höchste militärische Bildungsstätte der DDR, an der neben Stabs- und Truppenoffizieren der NVA auch Offiziere aus den Streitkräften der UdSSR, Polens und der GSSR studieren. Sie besteht seit 3 Jahrzehnten. Folgen Offiziershochschüler der Ernst-Thälmann-Hochschule der Landstreitkräfte.
wichtige Offiziere der Luftstreitkräfte Luftverteidigung. Sie werden an der Offiziershochschule Franz Mehring ausgebildet. Worte von der Revolution, die nur dann etwas wert sei, wenn sie sich zu verteidigen verstehe, kennen und beherzigen auch die Soldaten und Offiziere der Offiziershochschule der Grenztruppen Rosa Luxemburg. Die über 70-jährige Geschichte des realen Sozialismus hat, auch mit bitteren Lehren, den Beweis erbracht, ohne militärischen Schutz gibt es keinen Sozialismus. Die Macht, auch die militärische, darf nicht aus der Hand gegeben werden, solange die militantesten Vertreter des Antikommunismus keine Mühe scheuen, den gerade erst in Gang gekommenen Prozess von Abrüstung, Vertrauensbildung und Dialog noch zu wenden. Durch Festhalten am SDI-Programm und an der Jäger-90-Rüstung. Auch durch Wiederbelebung des Geistes der europäischen Neuordnung. Den Namen Karl Liebknecht trägt die Offiziershochschule der Volksmarine. Thank you.
Gäste aus aller Welt begrüßen militärische Einheiten, die Namen tragen von Revolutionären, von Spanienkämpfern, von Männern und Frauen des antifaschistischen Widerstandskampfes. Das fällt auf, nicht nur bei der heutigen Parade. Es sind Namen, die Auskunft geben, des Geistes Kind, die Militärs des sozialistischen deutschen Staates sind. Motoren gedröhnen, beginnt nun die Marschmusik der Militärkapellen zu übertönen. Die motorisierten Paradetruppen rollen. Fallschirmjäger vom Truppenteil Willi Sänger mit ihren leichten Luftlandefahrzeugen. Sie bilden die Spitze. Hier im Anschluss an die Fallschirmjäger Aufklärer auf geländegängigen und schwimmfähigen Schützenpanzer warten. Ihre Einheit nennt sich nach dem sowjetischen Kundschafter Richard Sorge. Beziehungen der Waffenbrüderschaft mit polnischen und tschechoslowakischen Soldaten, vor allem auch mit der Westgruppe der sowjetischen Streitkräfte, pflegen seit Jahren die Formationen des Truppenteils Hans Beimler, die jetzt an den Gästen vorbeirollen. Kalender nur wenige Wochen nach Gedenktagen so gänzlich anderer Art. Sind 1989 doch 75 Jahre vergangen, dass des Kaisers Soldaten auszogen, den Monopolen einen Platz an der Sonne zu erobern. Und ein halbes Jahrhundert trennt uns von jenem Tag, an dem faschistische Horden aufbrachen in den Lebensraum im Osten und im Auftrag des deutschen Großkapitals die Völker in den blutigsten Krieg der Menschheitsgeschichte rissen. Zwei imperialistische Raubzüge, beide nahmen ihren Ausgang hier in dieser Stadt. Aber, und auch dessen werden wir in wenigen Monaten gedenken, durch die Straßen dieser Stadt, auch hier durch die heutige Karl-Marx-Allee, kämpften sich vor fast 45 Jahren die Soldaten der Sowjetarmee, um den deutschen Militarismus endgültig das Genick zu brechen. Thank you.
40 Rohre tragen diese Geschosswerfer, deren Urversion einst als Katyusha legendären Ruhm erlangte. Maschinen, nun Kanonenhaubitzen des Kalibers 152 mm. Am 40. Jahrestag steht die DDR zu der in ihrer Gründungsstunde abgegebenen Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht. Der deutsche Staat der Arbeiter und Bauern und seine Volksarmee verstehen sich als aktive Mitgestalter des Friedensprogramms der sozialistischen Militärkoalition. Hier in Berlin wurden 1987 weitere Betonungszeichen gesetzt über den Verteidigungscharakter der Militärdoktrin des Warschauer Vertrages. Für die DDR hatte Erich Honecker Anfang dieses Jahres den Beschluss verkündet zur einseitigen Reduzierung der nationalen Volksarmee. Nichts anderes heißt das bekanntlich als Verschrottung von 600 Panzern, die Auflösung von 6 Panzerregimentern und eines Fliegergeschwaders sowie die Abrüstung von 50 Kampfflugzeugen. Um 10.000 Mann werden die Streitkräfte verringert und, auch das gehört dazu, jede zehnte Mark an Verteidigungsausgaben wird künftig anderen Zwecken dienen. Einseitige Schritte, wie gesagt, und unabhängig von Verhandlungen. Deutliche Signale an die NATO, ihrerseits Überlegenheiten abzubauen.
Fahrzeugen zeigt diese Einheit. Panzerjägern folgen nun Artilleristen. 122 mm beträgt das Kaliber ihrer schwimmfähigen Haubitzen. Das ist eine Abteilung von 152 mm Haubitzen aus dem Regiment Rudolf Büttner. Formationen der Truppenluftabwehr erweisen nun den Vorsitzenden des Nationalen Verteidigungsrates ihren Gruß. Verschiedene Fliegerabwehrraketen mit hoher Treffsicherheit mit sich führen. Spezialisiert auf die Bekämpfung von Großmissiles, aber auch von Flugzeugen und Hubschraubern in geringen Höhen ist dieser FLA-Raketenkampf. We'll be right back.
Systeme mittlerer Reichweite aus der Einheit Bernhard Westlein. Sie dienen vor allem dem Schutz der Truppen vor Luftangriffen. Formationen mit Raketen bewaffnet, dienen zur Verteidigung vor Angriffen aus der Luft. Es folgen mobile Startrampen aus dem Küstenregiment der Volksmarine Waldemar Ferner. Der DDR waren die Angehörigen dieses Regiments für ihre ausgezeichneten Leistungen mit einem Ehrenbanner des Zentralkomitees der SED geehrt worden. Der Parade der motorisierten Truppen, taktische Raketen der Landstreitkräfte. Startbereitschaft in kürzester Zeit zeichnen sie aus und hohe Treffsicherheit. Thank you.
Die Soldaten der Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der DDR, sie wissen, was notwendig bleibt, solange es keine Garantien gibt für die Unumkehrbarkeit der mit dem INF-Vertrag eingeleiteten hoffnungsvollen Prozesse einer europäischen Friedenssicherung mit immer weniger Waffen. Unverzichtbar gehören Landesverteidigung und der Schutz der sozialistischen Gemeinschaft hier an der sensibelsten Trennlinie zwischen den mächtigsten Militärblöcken der Welt zur friedenspolitischen Verantwortung der Deutschen Demokratischen Republik. Und das auch nach dieser Parade anlässlich des 40. Jahrestages ihrer Gründung. Jetzt mit dem Vorbeimarsch der Vereinigten Musikkorps der NVA und der Grenztruppen ihren Ausklang findet. Bilder, mit denen das Fernsehen der DDR seine Direktübertragung aus der Berliner Karl-Marx-Allee beendet.